Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Death Pro! Kaiba gegen Siegfried von Schröder! Genau, und warum kämpfen die nochmal? Weil Siegfried schon mal. Du hast dein Deck schon angepasst, oder? Ja, Schloss ist drin. Gut. Das Schloss. So, ich habe ein bisschen das Deck, was ich fürs Movie gemacht hat, in dem Sinne modifiziert, dass ich halt reingehauen habe, die Karten reingehauen habe, die er hier verwendet hat. Und ein paar Karten, die im Movie speziell waren, rausgeschmissen hab. Okay. Oh, das ist ja cool. Gut, also ich will erstmal den Monster weghaben. Nein, das lässt du gefälligst da. Das sehe ich aber nicht ein. Ja, wann greifst du denn offensiv an? Bist nicht offensiv, Mann. Lol, die Karte ist ja witzig. Was ist das denn? Ach so, ja, mach ich. Ja, die bleibt da jetzt erstmal liegen. Du hast in deinem Deck, soweit ich weiß, nur dunkler Kern, um Monster oder Karten generell zu verbannen. Und dann ist es auch nur eine. Echt? Das ist noch was anderes im Deck. Da hast du nicht ganz recht, da gab es noch eine andere Karte zu verbannen. Gut, die kenne ich. Ist ja legitim, dass ich was nicht kenne. Erstmal muss der da weg. Mein armer Speerdrache, aber der ist doch so süß. Den findest du süß? Ja, natürlich. Der hat eine wunderschöne Schnauze. Spiel gefälligst ernst, Kaiba. Ah ja, perfekt. Okay, das mache ich dann irgendwann später. Dann Monster hinlegen, Endphase. Das geht nur von der Hand, oder? Oder geht das auch in den Deck? Hand, okay. Was ist ein Deck, wäre krass. Warum hast du so starke Monster gerade? Ich bin froh drüber. Du hast die Valkyren in dieses Deck getan, beschwer dich nicht. Oh, du hast sie verbannt. Oh, du kriegst 500 Lebenspunkte. Die kann das. Hm, stimmt. Die kann sich selbst verbannen. Doch keine so schlechte Kombi, wie ich dachte. Ja, was soll's. Finde ich gemein. Damit es nicht noch 10.000 Mal passiert. Ich meine, okay, es wäre ja nicht allzu oft gewesen, aber trotzdem. Der ist zu schwach. Ist sie schlecht. 500 ATK ist dir zu schwach. Ja. Pieten, dunkler Clown ist schwach. Und das Monster in deiner Hand scheinbar auch. Was könnte es denn sein? Warte, aber ich könnte. Ja, ich kann das beschwören. Ach du Scheiße. Warum immer die dunkle Valkyrie? Ich find's doch weil die so eine. Ja, weil die so einen Effekt hat. Und ich habe kein Monster, das stärker ist als deins. Gott sei Dank. Warte. Hey, was? Gott sei Dank? Scheiße. Oh, du ziehst, okay. Jetzt schmeißt du wieder zwei Karten weg. Habe ich es richtig predicted? Ah, der gute alte Kaisergleiter. Ist eine Che. Schön feurig. Hast du die Warte Karte. Mal. Warte mal. Was? Hast du Feuer gesagt? Ah, oh, wieso ist der denn Drache Licht? Er ist halt nur hell anscheinend. Ah, es wäre eh nicht ausreichend gewesen, hätte ich 2000 ATK gehabt. Das nützt nichts. 2000 ATK ist not enough. Ja, ich habe aber kein stärkeres Monster in dem kompletten Deck, das ist dir bewusst. Weißt du, wenn man nicht von Anfang an diese drei Kombi-Göttinnen-Karten zieht, so wie du das irgendwie jedes Mal hingekriegt hast, als du Siegfried gespielt hast, solange das nicht passiert, ist man total am Arsch. Ja, du darfst angreifen. Was? Hast du gerade nicht mit dem Schwächeren angegriffen? Nein. Oh. Komisch, ich habe den Pfeil aber so gesehen. Die liegen nur nebeneinander, also.
Da ist nicht so viel Fallunterschied. Was soll's? Aktivieren wir den Kack. Kann ja nicht schlimmer werden. Wunder mich, hast du die Karte nicht. Hast du die Zauberfallenkarte, Zauberkarte nicht dreimal drin, bis du die Galle ziehst? Ich mach das jetzt das erste Mal. Das allererste Mal, dass ich alle drei habe. Und ich musste dafür alle meine Monster auf den Friedhof schmeißen, aber das ist egal. Gehe ich nächste Runde eben Game Over, das ist mir jetzt wurscht. Ich möchte das jetzt wenigstens einmal machen, diese Kombination. Dann schau dir mal meine Karten an. Oh! Diese Schwerter, okay. Jetzt sind sie weg. Jetzt durfte ich das wenigstens auch einmal machen, während ich Siegfried spiele. Oh, auf die Art könnte ich auch Lebenspunkte kriegen, wenn meine Karte doch da wäre. Verbannst einfach alles von mir. Hilfst mir dadurch. Ja, aber jetzt hoffe ich, dass ich in der zweiten Runde ein bisschen mehr Glück habe. Hä? Also kann man auch Monster zerstören? Scheinbar, ja, das wusste ich auch nicht. Habe ich einfach mal getestet. Ja, das ist so, die zählen in dem Falle dann als das, wenn sie da drinnen liegen. Also bei Pendelmonster auch so, wenn sie ihre Pendelzone liegen, dann zählen sie auch als Zauberkarten. Legt da schon mal einen sehr guten Start hin, würde ich sagen. Ich habe sie zweimal, das ist also, kannst du ruhig einmal zerstören. Während jeder Stand-by-Face, werfe die Hälfte von deinem Deck auf den Friedhof. Normalerweise müsste ich das machen. Ich hoffe, dass sie das auch so umgesetzt haben. Aber wenn du das machen musst, dann wäre das echt scheiße. Special summon ein random Level 4 Lower Monster from your deck in attack position. Oh, kannst du mal versuchen, ob du das jetzt schon kannst? Anscheinend. Wenn du es aktivieren kannst. Ja. Es ist random? Oh, ja, gut. Ja, steht da ja. Ist ja witzig. Du kannst nicht normal beschwören. Oh. Das ist aber kacke. Zählt das jetzt für dich, dass du nicht normal beschwören kannst oder wie? Ja. Oh, okay, schade. Aber ich kann selbst. Was das steht ist denn zumindest schon mal alle Monster, die spezial beschwört wurden von dieser Karte und alle Monster, die dein Gegner kontrolliert, müssen angreifen, wenn möglich. Dann wenn ein gegnerisches Monster einen Angriff deklariert, wird es einfach zerstört. Das heißt, ich muss angreifen, aber wenn ich angreife, gehe ich kaputt. So klingt's gerade. Oh, oh lol. Warum bist du eigentlich beschwert? Okay, mach nochmal eine Spezialbeschwörung. War das jetzt schlecht? Nein. Nein, war es nicht, aber trotzdem, weißt du, du setzt es. Du machst einfach, du machst das, womit du seinen Kalkos zerstören kannst. Das Dümmste überhaupt. Was? Wieso stürzt er denn ab? Weil er es anscheinend nicht schafft. Er hat gerade alle mein Deck hat gerade angefangen zu leuchten. Ja, ich sehe, dass es blau markiert ist komplett. Frag mich nicht, was das soll. Okay, warte, ich mach nochmal ein Match auf. Och man, das ist aber schade. Also entweder liegt das in irgendwelchen bestimmten Karten in meinem Deck, oder der Effekt funktioniert bei der Menge an Karten einfach nicht. Vielleicht dürfen wir das nicht von Anfang an machen. Also, das Schloss hat aber als Text, dass mein Deck halbiert wird, nicht dein Deck. Aber mein Deck hat angefangen zu leuchten. Was glaubst du, warum? Ja, oh, ich habe irgendwas falsch eingestellt. Trotzdem steht es da so. Na egal. Wenn ich die sofort ziehe, nutze ich sie auch sofort. Das Spiel wird schon nicht jedes Mal abspielen. Okay, wollen wir dann hoffen? Glaubst du selbst nicht, dass ich die nochmal gleich am Anfang ziehe? Die ist dreimal drinne, wenn du es so gemacht hast, wie ich es eingelegt habe. Ja, sie ist tatsächlich dreimal drin. Wieso haben wir gar keinen Dex? Oh, jetzt ist sie aufgetaucht. Das war alles so kartenlos. Ich habe schon wieder zweimal die gleiche Göttin gezogen, weißt du? Das kotzt mich an, das passiert mir jedes Mal.
Er ist stärker. Oh. Okay, dann mach deine Spezialbeschwörung. Und dann greif an, weil du musst es ja. Zumindest hieß das, dass man angreifen muss. Du hast recht, ich kann nur auf Battleface gehen, ich kann nicht auf Endface drücken. Das ist ja witzig, so haben die das also gelöst. Ich kann nicht, ich muss angreifen, weil ich nichts anderes benutzen kann. Oh, beendet das aber auch die Angriffsphase? Achso, es beendet die Battleface. Das heißt, du musst es jetzt gar nicht mit allen angreifen. Boah, fick dich! Spiel! Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob das zu viele Karten sind dafür, dass er es nicht schafft, oder... Komm schon. Vielleicht, weil es eine ungerade Zahl ist und er nicht damit klarkommt. Das kann... Ja, die Hälfte des Decks wegschmeißen. Du hast 31 Karten gerade drin gehabt. Wer weiß. Ich weiß es auch nicht. Oder, also wir könnten mal gucken, ob es im Forum vielleicht einen Eintrag zu dieser Karte gibt oder sowas. Damit wir herausfinden können, ob die denn buggy ist oder ob die eigentlich schon funktionieren sollte. Oh, ja, okay, gut. Ja. Genau. Dann sag mal an. Oh, cool. Du hast ein 8-Sterne-Monster gezogen. Vielleicht. Blauäugiger weißer Drache. Vielleicht. Ich hätte meine andere Karte aktivieren können, dann hättest du dieses Monster automatisch spezial beschworen. Was bringt mir das? Nicht viel. ohne die dritte Göttin. Ja. Du hast 1100 Stärke. Ah! Okay, dann machen wir es ja kaputt. Nein. Mein armer Speerdrache. Nein, ich will das nicht. Hä? Das wird aber nichts ändern. Ich will das trotzdem nicht. Hör auf damit. Hast mir lediglich meine Rückkehr aus einer anderen Dimension zerstört. Ja, was kacke ist, weil ich sogar will, dass du die spielst. Ah, verdammt, ich muss jetzt ernsthaft Topf der Gier wegwerfen. Gut. Ja gut, das kann schon mal sein. Weil ich unbedingt ein Monster haben möchte und nicht pokern möchte, dass die nächsten 2-1 werden. Und weil ich natürlich die hier behalten möchte. Oh. Aktivieren. Aktimell aktiviert Abwehrkräfte. Okay, sag mir, wenn du nochmal einen weißen Drachen siehst. nein. Nur sehr viel Clown-Action. Klar. Ah, okay. Kann man das nur einmal pro Runde machen? Ja. Ich nehme die da. Ja. Und dann sage ich, es ist eine Zauberkarte. Ja. Oh, der Megawandler. Und dann wähle ich den Megawandler aus. Und er ist weg. Und dann darf ich dich direkt angreifen. Ja, das finde ich zwar nicht sehr nett, aber er kann's. Ich habe alle drei Göttinnen, okay. Hurra! Du hast jetzt gerade eine gerade Anzahl an Karten im Deck. Das wäre ideal gewesen, falls das daran lag. Aber ich benutze das Schloss besser gar nicht mehr. Ich weiß ja nicht, warum es glitscht. Warum es nicht will. Warum? Warum goldenes Schloss an Stromberg? Und jetzt wirst du eine Karte verdeckt setzen, die ich nicht kenne und deswegen nicht zerstören kann. Ach, mein Gott, Mann. Kaiba hat kein Monster im Deck mit 1900 Angriffspunkten, das 4 Sterne hat. Glaube ich zumindest. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Obwohl, gut, eigentlich hätte ich den auch so spielen können und dann... Ah, naja, egal.
Ja gut! Oh, Kosten verringern. Die will ich dir nicht geben. Kein leicht spielbarer blauer Giga für mich. Doch, du kriegst nächste Runde das Seepferdchen. Das bringt mir auch nicht so viel. Naja, es hat nur 1700 angefangen, deswegen will ich ja, dass du es kriegst. Hey, das ist kein Seepferdchen! Dann hast du die Drachenruflöte bekommen, aber ich bin mir zu 100% sicher, Seepferdchen. Okay, dann ist da irgendwas ganz falsch, weil ich einen Z-Metallpanzer bekommen. Hä? Wird dein Deck gemischt? Dann ist es ja egal, welche Reihenfolge ich an. Ach so. Okay, gut zu wissen. Dann wurde dein Deck da wohl zwischenzeitlich gemischt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Mir aber auch dann nicht. Muss es wohl daran liegen. Gott, ich krieg langsam. So, dann durch was? Das Monster setzen. Ah, was könnte das für ein Monster sein? Gute Frage. Du hast gesagt, du hast den Z-Metallpanzer gezogen. Warte, eigentlich hätte ich ja schon längst. Na, egal. Aber das ist nicht unbedingt die beste Methode. Z-Metallpanzer hat 1300 Defense, das ist also vollkommen egal, was du hast. Glaubst du, der Metallpanzer ist stark oder was? Ach, mein, jetzt hat er zwei Monster. Oh, das ist interessant. Ich möchte. Ich werde da was ausmachen sollen. Ich benutze das nur für Zauberkarten. Fällt dir was auf? Controller. Jetzt kann ich gar nicht mehr Controller spielen. Spielst du jetzt überhaupt noch irgendetwas? Du hattest doch noch einen Seepferdkaiser. Okay. Ja, natürlich auf der Hand. Ich bin sicher, dass du Game Over bist. Damit steht's 1-1. Das ist jetzt das letzte Duell. Ich meine, wir mussten das Match starten, deswegen wird es danach trotzdem noch eine Runde geben. Okay, ich mache erstmal das hier, bevor du was dagegen tun kannst. Oh. Jetzt weiß ich aber, dass du das Ding auf der Hand hast. Ja. Jetzt weißt du, dass ich ein Seepferdchen gespielt habe. Oh mein Gott, das muss ich jetzt besiegen. Genau jetzt habe ich kein Monster, das stärker ist, gezogen. Na, wie gefällt dir das Seepferdchen? Ja. Oh. Okay. Ach, du hast falsch geraten. Ich benutze jetzt eine Karte, die ein Effekt hat, den ich nicht benutzen kann, weil sie die einzige Karte von diesem Typ im gesamten Deck ist, aber du spielst ja immer alle möglichen gemischten Karten in dein Deck, wenn du anfasstest. Du, in meinem Deck ist auch ein Drache, dessen Effekt man nicht nutzen kann. In dem Kaiba-Deck. Ja, der hat das so. Ist halt so. Macht auch nicht viel Sinn. Sollte eigentlich nie vorkommen. So. Du kannst mein Monster jedenfalls zerstören und ich kann dann. Nix. Könnte dann zwei nordische Monster von meiner Hand verbannen und ein Herja-Spielmarken beschwören. Wenn ich nordische Monster im Deck hätte, an. Ja. Außer diese eine da. Ich hab ein Problem, wie es ausschaut. Du hast. Sagen wir mal so, da steht so ein kleiner, weißer, blauäugiger Drache. Und der möchte dich angreifen. Das direkt. Hä? Achso, jetzt hast du. Ne, du hast nicht zwei Twice in dem Sinne, weil das nicht die Karte ist zum Reingucken. Wow. Das war viel Lebenspunkte. Ich will nicht so schnell Game Over gehen, auch wenn du einen 8-Sterne-Drachen vor dir hast. Hä, wenn ich den vor mir hab? Ne, den hast du vor dir. Er steht vor dir, oder... oder... oder eben nicht, oder... Bist du in der ersten Reihe?
Ja, er steht vor dir, weil ich bin hinter dem Drachen. Oder steht meinst aber du jetzt auch vor dir, Dennis, egal in welche Richtung er schaut. Okay, du wirst nächste Runde eine Karte ziehen und hast dann eine gerade Anzahl an Karten im Deck. Ja. Dann könnte er sollte doch exakt die Hälfte deines Decks. Sollte eigentlich funktionieren, rein theoretisch. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob der Effekt vorlässt. Ne, der sollte nicht vorlässt, denn bei Phase, vor der C-Phase aktiviert werden. Ich hoffe, das Spiel stürzt nicht ab, weil ich dann unbedingt. Ich will den wegmachen. Okay, ich kann nichts anderes anklicken. Er denkt, ich habe ein Monster. Was? War ein Scherz, ich kann Endphase drücken. Okay, stürz ihn. Oh, schade. Deck. Weißt du, hätte das jetzt funktioniert, hättest du angreifen müssen. Und das bedeutet ja, dein Monster wird zerstört und du kassierst den Schaden. Dann wärst du Game Over gewesen und ich hätte gewonnen. Okay. Naja. Insofern steht es jetzt 2-2 sozusagen. Willst du noch eine Single-Runde machen? Ja, okay. Also, wie du willst. Ist passt schon. Ich finde es schade, dass dieses Schloss gar nicht geht. Ja, ich werde es jetzt nicht mehr benutzen. Aber die Leute kennen es ja jetzt. Abgesehen davon ist dieses Schloss ja irgendwie ein Virus-Crack oder so. 4000. Software in der Serie, wenn ich mich richtig erinnere. So, goldenes Schloss, dann Stromberg, hast du hier. Moment. Da brauche ich mein Kaiba-Deck, wo ist es da? Hast du eine Ahnung, wie die Webseite für das Spiel heißt? Ah ne, das habe ich ja wahrscheinlich abgespeichert. Games. Ja, hier habe ich den Download, dann daraus gebe ich dann zum Forum. Bin soweit, darfst weiterklicken. Umkommen. Ach, da war. Ah ja. Aktivieren. Setzen. Aktivieren. Oh, das ist ja witzig. Aktiviert Abwehrkräfte. Aktimel aktiviert Abwehrkräfte, ja. Da hast du vollkommen recht. So. Hast du eine Ahnung, wie das Goldene Schloss von Stromberg auf Englisch heißt? Nein. Müsste ich jetzt nochmal mein Deckding öffnen. Ja, dann mach das. Ist ja, glaube ich, nicht so schwer für dich. Oh, es ist der Clone Dragon. Oh. Ich frage mich jetzt, was mit dem passiert, nachdem When er so you summon wurde. A monster, you can special summon this card from your hand. When this card is special summoned this way. Ah, es muss nur auf die Art und Weise erzählt hast. Ja, aber das heißt, du hast es ja nicht so gemacht. Hat der jetzt wirklich Fragezeichen als Angriffs- und Verteidigungspunkte? Also da steht 0 auf der Karte. Da siehst du das aber nicht. Lol. Nö, ich hab Fragezeichen auf der Karte. Okay. 100.000 Lebenspunkte zahlen, um angreifen zu können? Okay. Hä, was? Was hast du jetzt angeklickt? Bekannter Ritter, merkt ihr das mal. Bekannter Ritter. Okay. Vielleicht möchte ich in der nächsten Runde zerstören. Woher weißt du das? Ah, wurde kurz aufgedeckt dadurch. Ja. Oh. Was ist das denn für ein Ding? Schaut ja auch nicht wirklich echt aus. Aktiviere sie, wenn der Gegner angreift. Wähle eine Zauberkarte von deinem gegnerischen Friedhof und aktiviere sie als. Oh ja, das hättest du eh nicht gleich machen können. Ich beschwöre den dann. Ah, ja. Den kenne ich. Was kann der? Oh! Cool! Ist das noch in der Battle Phase? Ja, wieso? Geil! Kann ich ja gleich angreifen! Autsch! Das hat mir gefallen! Danke, bekannter Ritter! Ich muss mir die Kartennamen gar nicht aufschreiben, da steht immer noch Clown Dragon. Sehr schön. Ja, weil du es einmal gesehen hast. Und wenn das nicht einmal durchgemischt wird da drinnen, dann bleibt das auch so, dass du es gesehen hast. Also, ja. Das Spiel merkt quasi für dich. Cool, okay. Ich will den nicht aufleben, der bleibt jetzt hier liegen.
Nicht, aber das hat doch bestimmt super. Ich warte so lange, bis ich durchschlagenden Schaden machen kann. Okay, gut. Der ist mir immer noch nicht beantwortet, wie der Schlosser heißt. Warte, da steht beschwören. Oh. Ja, jetzt hast du den Punkt erreicht, wo du seinen Effekt hast. Oh. So ist es. So. Alter, es ist schon 16 Uhr. Hattest du heute noch was vor, oder was? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es um 16 oder 17 Uhr war. Aber ich denke ich mir auch, okay, wenn ich ein paar Minuten später komme. Golden Castle auf Stromberg. Was? Ich kann nichts beschwören. Habe ich schon was beschwört, die Runde? Mist, jetzt habe ich gehofft, ich könnte ein drittes Monster benutzen, um dich zu besiegen. Ah. Ach komm. Ah, dann war das alles umsonst. Ach, der geil, das bringt mir ja sehr viel. Solange es ein Monster ist. Kein Monster. Willst du etwa Game Over geben? Ich hab den Effekt nicht benutzt. Aber es ist egal. Damit hat Kaiba tatsächlich verloren. Steht 3 zu 2. Kaiba hat auch verloren. Siegfried. Kann mich nicht einmal daran erinnern. Ja, du, der. Du weißt, was das für ein Schloss ist. Ja, ein OP ist, hast recht. Deswegen musst du am Ende alles richten, richtig? Irgendwie so. Naja. Sehr gut, haben wir ein Duell weitergemacht. Du guckst jetzt nach, ob du was tun willst. Also ich habe auf jeden Fall zu der Karte jetzt was gefunden. Aber schau mich später an. Gut, dann würde ich sagen, bewerten nicht vergessen und ciao. Tschüss.